Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Füller-Review bei mir hier bei Big G's Tintenkiste. Es gibt heute wieder einen neuen Diplomat-Füller für mich hier und kommt in dieser Pappbox hier an. Ist nichts Besonderes, ja, also ist einfach nur halt eine Pappbox. Edler wird es dann, wenn wir diese Pappbox entfernen. Da haben wir dann diese Standardverpackung von Diplomat. Diese Aluminiumbox, die allerdings auf der Unterseite offen ist, damit wir das, was darunter steckt, ganz einfach herausziehen können. Ja. So, da wird es natürlich auch erst recht interessant. Das ist das Spannendste an der Sache quasi. Ja. Nämlich hier drunter ist dann der Füller. Und hier, das ist der Füller, der Diplomat Excellence A2 in Skyline Blue oder Skyline, Modell Skyline in Blau. Und Diplomat hat ja auch gerne mal immer so ein paar Goodies in der Box mit drinnen. Da haben wir einmal hier das gleiche wie in der Verpackung zu dem Diplomat Arrow. Dieses Service Guide Warranty, wo es viele Informationen gibt über den Füller, über andere Modelle, über sämtliche Federstärken. Ja, das ist ja hier so ein sehr interessantes, eine sehr interessante Seite, die viele besonders interessiert, wie die verschiedenen Federn so aussehen. Ja, benutzt. Wobei ich sage, dass die Größenordnung, also das Verhältnis nicht unbedingt 1 zu 1 ist. Ne? Also muss man wissen. Ne? Tolles Ding. Und hier noch zwei Tintenpatronen von Diplomat. Blau. Na, komm. Ja, zweimal blau ist das, ja. Schöne Sache, aber eigentlich nicht notwendig, weil in dem Füller, Moment, jetzt habe ich das Bettlein vergessen, hier wieder rein zu tun. So, das Bettchen, das gehört natürlich da rein. Ja. Ja, denn in dem Füller ist natürlich auch ein Konverter mit drin. Ja, es ist eine Kappe zum Aufstecken, genauso wie der Diplomat Arrow hat das Ding einen richtig schönen Sound. Ja, da macht es auch Spaß, den andauernd auf und zu machen. Ja. ein richtig schöner Clip. Ah, Moment, ich mache mal hier das Bit ein bisschen größer. Ja. Und ja, wir haben an der Kappe hier oben mit ein bisschen Fantasie könnte man es auch für Montblanc halten. Ist aber natürlich nicht. Ist Diplomat. Ja, dieses jetzt hier sieht man, ist ein ganz kleines bisschen schief eingesetzt. Sollte natürlich bei dem Preis von 180 Euro, etwa 180 Euro, jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Aber okay, da sehe ich jetzt mal so ein bisschen drüber weg. Hat einen sehr schönen Clip mit einem Tintentropfen, der natürlich auch zu sehen ist hier auf der Kappe drauf. Ja, das Symbol von Diplomat. Ja. Und der Clip ist unfassbar, ja, wie soll ich sagen, smooth, sanft. Ist natürlich die Frage, ob er wirklich verspricht oder hält, was er verspricht. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr, er ist alles andere als stramm. Er ist wirklich sehr leicht, mit ganz wenig Kraftaufwand, eigentlich mit gar keinem Kraftaufwand. Mein Gott, das ist total wenig, ja. Also wunderbar. Also das ist total toll. Das ist, hey, krass. Wenn ich mir mal so die Clips von anderen Füllern mal so anschaue, das ist total egal. Ja. Ich habe den Füller noch ein zweites Mal bestellt, in Rot. Ja. Weil das hier, der rote ist ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin, die heute Geburtstag hat. Ja, also heute ist der 28.
Ich tue die Videos immer mir ein bisschen vorproduzieren. Und natürlich zeige ich euch natürlich auch, damit ihr sehen könnt, wie die beiden Füller im direkten Vergleich so aussehen. Ja. Der hier, der ist jetzt nicht betintet oder betankt, wie auch immer. Was mir gleich auffällt, dieser Aufschraubmechanismus läuft jetzt nicht so präzise ab, wie jetzt zum Beispiel beim Diplomat Arrow. Ja. Da geht es ein bisschen lauter zu. Ja, ist aber jetzt nicht unbedingt so schlimm, ja. Hat aber ein schönes Extra-Feature, nämlich hier ab dem Punkt, wo man es zuschließt, wo man es zudreht, wird's vom Zug her strammer, ja, also fester. Und das ist dafür gemacht, damit, wenn man den Füller so benutzt und damit schreibt, nicht aus Versehen sich der Schaft hier löst, wie das manchmal bei anderen Füllern so der Fall ist. Egal, ich denke mal, wenn man das Gewinde so ein bisschen einfetten würde, wäre dieses Quietschgeräusch auch weg. Ja, wir haben ja hier so einen Gummiring, der diesen Extrazug verursacht und verhindert, dass dann der Schaft versehentlich abgeschraubt wird. Ja, es ist ein Schaft aus Metall. Ja, sieht man hier sehr schön und vor allem auch, wenn man den Füller kennt, man sieht natürlich auch, dass dieses wunderschöne Metallmuster hier, dieses Da haben wir es. Sind die richtig toll aus. Geil, 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 ja. Wenn man jetzt hier so reinschaut, sieht man hier auch am Rand, wie dieses Muster zustande kommt. Ja. Schon clever gemacht. Ja. Natürlich ist da ein Konverter mit inbegriffen in diesem Füller. Direkt von Diplomat. Ich habe mit den Diplomat-Konvertern sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Dinger, die laufen immer sehr sanft ab. Ja, egal wie oft man runter oder raufschraubt, da hakt nichts irgendwann mal irgendwie irgendwo. Und das Ganze macht natürlich auch die Reinigung ein bisschen einfacher, wenn das so sanft und quasi glatt, schmierig, schön läuft und so. Ist wunderbar, ja. Die Feder, es ist so eine Nummer 6 Feder, dieselbe, die auch auf dem Arrow ist. Ja, beides Größe Nummer 6, beides Medium. Ja, die Griffstücke unterscheiden sich hier natürlich so ein bisschen. Ja, also der vom Excellence, der ist natürlich glatt. Der andere vom Arrow ist matt gehalten, lässt sich besser greifen, ja, auch wenn man so ein bisschen schwitzige Hände hat, da verrutscht nichts. Wie das jetzt ist beim Excellence A2, es ist zwar glatt, aber ich glaube, das hat man trotzdem ganz gut im Griff, ja. Ja, schauen wir mal, wie er so schreibt. Aber wie gesagt, ich habe ihn ja zweimal, einmal in Rot, einmal in Blau. In Blau, der hier, der ist für mich und den habe ich auch betintet. Und darum möchte ich euch jetzt gerne mal so zeigen, wie der so schreibt, ja. Kappe lässt sich übrigens aufstecken. Ist kein Problem. Ist auch vom größten Verhältnis her, es ist okay. Ja, hat natürlich ein anderes Gesamtgewicht also in der Hand. Muss man mögen, ne? Okay. Aber ich schreibe ja generell immer lieber also ohne Kappe quasi. Ja, dann schauen wir mal. Also das ist der Diplomat. Excellence A2. Skyline mit einer Medium-Stahlfeder.
Die Tinte ist Diamine Skull and Roses. Da habe ich mich auch schon länger nicht mehr gezeigt. Ja. Eine Stahlfeder natürlich, die nicht unbedingt dafür gemacht ist, zu flexen. Das tut sie auch nicht. Aber dafür eine Feder, die saftig ist. Ne? Nicht zu saftig, aber schon saftig, dass eine schöne Menge an Tinte herauskommt. Wunderbar. So, ein kleiner Testsatz. Ja, diesmal ein Zitat aus dem Film Godzilla. Schreibt sich sehr gut. Also genauso sanft, wie ich es gewohnt bin von Diplomatfüllern. Die Feder ist sehr schön bearbeitet von denen, schon von Werk aus. Ist wunderbar. Also ich nehme den heute mit. Der wird heute benutzt in der Teamsitzung und auf anderem Papier, ne, das ist ja dieses billigere Papier aus dem Aldi, normales Schulpapier. Bin ich mal gespannt. So, und es ist ja immer so, wenn man einen Füller zeigt mit einer Tinte, gehört auch immer dazu, dass man auch zeigt, wie die Tinte dann so aussieht. Mache ich natürlich auch ganz gerne. Also hier Diamine Skull and Roses. Vergleiche ich mal so mit Diamine Sargasso Sea, Kobe Nummer 14, Palette Iroshizuku Asagao, ja, dann Diamine Majestic Blue, vielleicht noch so als Vergleich, bisschen falsch geschrieben, aber egal jetzt, Diamine Saphir Blue und das war's, also. Vielleicht noch Waterman Serenity Blue noch dazu. Weiß nicht mehr. Sieht ein bisschen anders aus. Also auf jeden Fall so ein kleiner Vergleich mit denen. Ja. Und dann noch so einen kleinen Vergleich mit den Füllern. Gehört ja auch dazu. Ja, einmal natürlich hier. Der in Blau. Dann der hier in Rot. Dann den anderen Diplomat Arrow. Dann vielleicht noch ein Lamy 2000. Ja, ist alles irgendwie so dieselbe Größenordnung. Und wenn es jetzt wirklich mal so ein bisschen so nach Größe gehen soll, dann ja, machen wir mal so ein Lamy All-Star dazu. Vielleicht auch ein Twisby Vac 700. Ist ein bisschen größer. Dann wird es wieder kleiner. Pelikan M200. Und der kleinste im Bunde, der Caveco Skyline Sport. Ja, lässt sich so gut erkennen, wie groß der Excellence A ist. Im Vergleich zu den anderen Füllern. Ja, Freunde, das war es eigentlich schon, ne? Der Rote kommt jetzt natürlich wieder zurück in seiner Verpackung und wird eingepackt, schön eingepackt,
damit sich meine Freundin, wenn sie wieder da ist, sich freut beim Auspacken. Die ist nämlich im Moment auf Freizeitaktivität im Norden mit den Jugendlichen. Ja, ich arbeite ja mit ihr quasi in einer Firma. Ja, sie ist ja Erzieherin und ich mache jetzt noch meine Ausbildung zum Erzieher im August und wir arbeiten beide auf demselben Gelände, sie in einem anderen Haus als ich und ja, wir waren jetzt, also das Haus, in dem ich arbeite, wir waren jetzt dieses Wochenende beschäftigt mit Freizeitaktivitäten, mit den Jugendlichen und sie ist jetzt diese Woche dran mit ihren Jugendlichen und wenn sie wieder da ist, dann freue ich mich und dann bekommt sie auch ihr Geburtstagsgeschenk und da wird sie sich freuen, vor allem auch, weil sie nicht weiß, was der Füller gekostet hat, ja. Das muss sie auch nicht wissen. Okay, Freunde. Also, wie gesagt, das war jetzt das Review zum Diplomat Excellence A Skyline in Rot, beziehungsweise in Blau. Und das war's. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und tschüss.